Abend, liebes Publikum, vor dem Bildschirm und herzlich willkommen, liebes Publikum, hier vor Ort. Ich begrüße Sie zum letzten Abend, den wir in diesem Programm live aus dem Conti-Foyer am Königswalder Platz in Hannover veranstalten bzw. versenden. Passenderweise handelt es sich um eine Veranstaltung aus unserer Reihe In Zukunft, die uns dankenswerter und erfreulicherweise von der VHV-Stiftung ermöglicht wird. In Zukunft hilft uns, also der Menschheit, womöglich ein Organismus, über dessen Potenziale viel zu wenig Menschen viel zu wenig wissen. Das zu ändern, ist eins der Ziele des heutigen Abends. Es geht um die Alge, die aus den verschiedensten Gründen fasziniert und motiviert. Einer, der das weiß, wie nur sehr wenige Menschen auf dieser Erde, weil er mehr als fast alle anderen über die Alge weiß, das ist unser heutiger Gast. Ganz herzlich willkommen, Thomas Brück. Hallo. Über Thomas Brück erzähle ich Ihnen jetzt nichts mehr. Das erledigt nämlich unser Moderator. Es ist ein alter, sehr alter Bekannter des Salons. Schließlich gehörte er zu diesen merkwürdigen Personen, die Anfang der 90er Jahre den literarischen Salon gründeten. Schon früh zeigte sich seine Begeisterung für die Meere auch in unserem Programm. Vor knapp 20 Jahren unterhielt er sich im Salon zum Beispiel mit Nikolaus Gelbke, dem Gründer des Mare Verlags. Kein Wunder, dass er bald darauf Pressesprecher eben dieses Verlags wurde. Auch unser Abend vor 4 Jahren mit der Tiefseeforscherin Antje Boetius, der Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, dieser Abend wäre ohne ihn niemals zustande gekommen. Derzeit ist er dabei, seine YouTube-Gesprächsreihe Talking Ocean zu entwickeln, die er im Internationalen Seegerichtshof in Hamburg stattfinden lässt. Anlässlich dieser Veranstaltung heute Abend hat er gestern schon mal vorab den Pilotfilm auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen und seine erste Gesprächspartnerin für den Pilot ist keine andere als die eben erwähnte Antje Boetius. Aber heute Abend ist er hier. Willkommen zu Hause, Alexander Perrey. Hallo. In das Gespräch zwischen Alex und Professor Brück dürfen Sie sich, liebes Publikum, später dann auch mit einschalten. Sie müssen dafür 3 Dinge tun. Sich melden, Ihre Maske aufsetzen und dann dicht in das Mikrofon reinsprechen, das Ihnen unser Volontär Johannes vor die Nase halten wird. Auf diese Weise können alle hier im Raum und auch im Internet verstehen, was Sie sagen. Bevor ich nun aber das Wort endlich an Alex übergebe, noch 2 Hinweise in eigener Sache. Eben sagte ich, dass das hier heute Abend unser letzter Live-Abend ist. Das stimmt auch, aber 2 Sachen haben wir in diesem Programm noch für Sie. Zum einen fahren wir nach Bamberg ins Wohnzimmer des Kinderbuchautors Paul Mahr, wo derselbe sich mit seinem Sohn Michael Mahr für uns aufs Sofa setzen und filmen lassen wird. Das Video dürfen Sie Ende des Monats auf unserem YouTube-Kanal erwarten. Und dann, in der ersten Augustwoche, gibt es einen Podcast mit dem amerikanischen Autor Rye Curtis. Für die Schriftstellerin und Pulitzer-Preisträgerin Jennifer Egan war sein Roman Chloris das vielleicht beste Debüt, das sie je gelesen hat. Mit Curtis unterhält sich der Spiegel-Online-Redaktor Markus Müntefering. Schauen Sie auf unsere Website, stellen Sie unser Newsletter, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben. Live sehen wir uns dann hier am 20. September wieder. Nun aber weg von der Literatur zu der fantastischen Realität der Alge. Ich wünsche uns einen spannenden Abend. Alex, your turn. Danke Ihnen. Ja, guten Abend, liebes Publikum. Ich freue mich selbst sehr, dass ich mal wieder hier sitzen darf.
und muss, bevor ich Herrn Brück begrüße und vorstelle, mal kurz davon sprechen, dass ich ihn aus einem Impuls heraus angerufen habe, als ich dachte, wegen der Corona-Maßnahmen wird die Gastronomie wahrscheinlich sterben oder wir sitzen alle unter Heizpilzen und kriegen schlechte Laune wegen CO2, nur weil wir ein Glas Weißwein trinken wollen, wird der Heizpilz angestellt. Was ist denn mit dem Algenkerosin, von dem ich mal gehört habe? Kann man damit nicht Heizpilze befüllen, um es den Leuten dann warm zu machen? Deswegen habe ich ihn angerufen und habe gefragt, was ist mit dem Algenkerosin? Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier zu Gast ist. Thomas Brück, Professor für synthetische Biochemie an der TU München, Lehrstuhlinhaber, Leiter des Lehrstuhls für synthetische Biochemie am, ich glaube, so heißt der Lehrstuhl dann auch noch, Werner Siemens Lehrstuhl für synthetische Biochemie. Da werden wir gleich noch so kommen, ob sich das nicht vielleicht eigentlich ausschließt, Synthetik und Bio, aber nicht. Ist ein besonderer Weg, den Herr Brück dort genommen hat, nachdem er Chemie, Biochemie, molekulare Medizin und Management Science studiert hat, sehr anglophon und auch anglophil wahrscheinlich, in Stoke-upon-Trent, dann in London, um dann wiederum nach Florida in ein Exzellenzcluster eingebunden zu werden, das sich maritimen medizinischen Stoffen gewidmet hat. Und wir sehen auch gleich noch, er hat ein Forschungsobjekt mitgebracht aus jener Zeit und kann daran vielleicht erläutern, wie er zur Alge gekommen ist. Also das heißt, er ist Professor für synthetische Biochemie seit 2018 in München. Dort ist der Algenreaktor in Ottobrunn aufgebaut worden am Bölkow-Blohm-Campus. Ein einmaliges Ding, über das wir gleich nochmal sprechen werden, das sich nirgendwo in Europa, ich glaube sogar weltweit, nicht finden lässt. Aber zunächst einmal, Herr Brück, Sie haben Biochemie studiert und Chemie, sind aber sehr biologisch orientiert und ich habe gehört, der Lehrstuhl ist mittlerweile zu 60% auf Alge, wenn man das so sagen kann. Wie konnte es dazu kommen? Ja, das hat sich über Jahre hin entwickelt. Also der Lehrstuhl heißt übrigens Werner Siemens Lehrstuhl für synthetische Biotechnologie. Die Technologie ist ganz, ganz wichtig, weil wir die Biochemie verbinden. Sie kriegen sich mit. Ton hoch. Ich hoffe, Sie können mich jetzt besser hören. Ja, wir sitzen so weit auseinander und deswegen müssen wir uns ein bisschen anschreien. Alles klar. Aber ich bin das aus den Vorlesungen gewöhnt. Kein Problem, man kann auch jederzeit lauter sprechen. Die Biotechnologie ist ganz wichtig, weil wir verbinden eben die Verfahrenstechnik mit der Biochemie und auch mit neuen Verfahren der Bioinformatik, der biologischen Chemie. All diese neuen Faktoren fließen auch ein in unsere Forschung. Die Alge begleitet mich eigentlich schon seit meiner Postdoc-Zeit in den USA. Ich war eben am Exzellenzzentrum für marine Biotechnologie und Biomedizin. Dort haben wir uns befasst mit Wirkstoffen aus dem Meer allgemein. Und das hieß damals Wirkstoffe aus marinen Makroorganismen, meistens Korallen, Schwämme oder auch Makroalgen. Und wir haben uns da ganz klassisch Naturstoffchemie angeguckt, Sachen extrahiert, dann die Strukturaufklärung gemacht und geguckt, wie wirkt denn das. Und wir hatten eben ein Thema, da ging es um ein neues Antibiotikum, das isoliert wurde aus eben jener Koralle. Die purpurne. Antilla Gorgia elizabethae. Findet sich im Karibischen Meer, ja, von Florida bis unten nach Brasilien. Interessant war, dass eben diese Koralle auch schon eingesetzt wurde in der Industrie. In Tonnen wurde diese Koralle geerntet in den Bahamas, wenn die Fischereisaison zu Ende war. Die Fischer mussten sich nach anderen Betriebsamkeiten umschauen und sie haben dann diese Korallen geerntet. Mit großer Riffzerstörung haben diese Korallen dann in der Sonne getrocknet und dann nach USA verschifft, wo sie dann extrahiert wurde. Und das Extrakt wurde verschifft zurück nach Europa zu Firmen wie Estée Lauder oder L'Oréal, die diese dann verarbeitet haben in Hautcremes. Ja, sehr teuren Hautcremes. Diese Wirkstoffe aus der Koralle
wurden dann als Marina-Extrakt deklariert. Man konnte also nicht mehr nachvollziehen, dass es Korallen waren. Riesengeschäft, Millionen-Dollar-Geschäft. Nebenbei wurden auch diese Wirkstoffe, die wir uns angeschaut haben, nämlich die Pseudoterrazine, auch klinisch untersucht bis in die klinische Phase 2, wo sie sehr gute Wundheilung und entzündungshemmende Eigenschaften gezeigt haben. Und das Problem war immer eben, dass nie genug da war von diesem Korallenextrakt, um die klinischen Studien auch weiterzuführen. Das hat uns beschäftigt und wir wollten rausfinden einfach, wer macht denn diesen Stoff? Denn eine Koralle ist nicht einfach ein Tier. Sie ist eine Symbiose aus dem Korallenpolypen mit einer Alge, aber auch vielen Bakterien und Pilzen, die noch assoziiert sind, außen und innen mit diesen Tieren. Und das war Thema von 15 Jahren Forschung, die wir dann weitergeführt haben nach meiner Zeit in den USA. Und es war immer sehr interessant zu sehen, dass es waren immer Hinweise, dass da auch die Alge wichtig war. Aber so richtig hatte man es nicht greifen können und auch heute noch wissen wir nicht, welcher Symbiont es denn macht. Mittlerweile haben wir aber einen Weg gefunden über genetische Manipulation von Enzymen, Biokatalysatoren, diese Stoffe auch herzustellen, ohne dass man diese Koralle nutzen muss. Und zwar in einem einfachen Bioreaktor. Damit schützen wir die Korallenriffe, also die Natur, damit auch eine Schatztruhe für neue Wirkstoffe. Und was man immer wieder hervorheben muss, Korallenriffe sind eine der größten CO2-Senken dieser Erde. Korallenriffe zu schützen, heißt das Klima schützen. Es ist also nicht nur schön tauchen zu gehen, sondern wir schützen auch das Klima damit. Und das ist wichtig. Ja, das ist eben auch noch ein Punkt. Wir haben es hier mit der Koralle zu tun und eben mit einer Symbiose, die Koralle ja, wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, mit der Alge eingeht. Und bevor wir über genetische Manipulationen sprechen, sprechen wir vielleicht erstmal über den Lauf der Dinge. Wir haben wenig Zeit, wir müssen 3,7 Milliarden Jahre zurück bis um 9:30. Das ist ein bisschen schwierig möglicherweise, denn das wissen auch viele von Ihnen schon. Das Wissenschaftsfernsehen hat einen großen Sprung gemacht in den letzten Jahren, dass die Alge schon lange auf Erden ist und auch vielleicht Schwierigkeiten bestehen, sie zu bestimmen und klar als Pflanze zu bezeichnen. Sie hat keine Wurzeln, sie hat keinen Samen. Sie kann groß sein, heißt Makroalge, und wenn sie kleiner ist als 1 Zentimeter, dann ist sie eine Mikroalge. Jetzt wäre vielleicht noch mal die Frage, seit wann können wir erdgeschichtlich eigentlich von den Algen sprechen? Ist die Alge unser starker Partner in der Ursuppe gewesen, während unsere Vorfahren und Moleküle dort so langsam gar wurden? Ich weiß, dass Cyanobakterien die ersten Lebewesen, kann man sie als Lebewesen bezeichnen, die vor allem da waren und in der Lage, Wasserstoff zu spalten und für Sauerstoff zu sorgen. Das Cyanobakterium hat immer noch symbiontische Beziehungen, unterhält es zu der Alge, ist aber so etwas wie der Vorläufer. Man hat Fossilien gefunden, die 3,5 Milliarden Jahre alt sind, jetzt in Island 3,7 Milliarden Stromatolithen. Inwiefern kann man in dieser Zeit, in der die Erde kaum kühl geworden ist, schon von Algen sprechen? Cyanobakterien begreifen wir allgemein auch zur Gruppe der Algen, aber es sind eigentlich Einzeller, es sind Bakterien. Ja, Bakterien, die Photosynthese betreiben. Und wie man Blaualge hieß, ne? Genau, eins dieser Folien, um es zu verdeutlichen. Es sind also Milliarden Jahre, seit diese Organismen hier auf der Erde sind. Und sie haben uns den Sauerstoff gebracht, soweit ist klar. Waren die ersten Organismen, die Wasserspaltung machen konnten über Lichtenergie und nutzten auch CO2. Damals war die Erde viel, viel heißer. Sie hatte einen höheren Gehalt an CO2. Und damit waren die Umgebungstemperaturen auch recht herausfordernd für viele Organismen. Und die Cyanobakterien besetzen heute noch sehr viele ökologische Nischen, die sehr extremophil sind. Also hohe Temperaturen, hoher pH-Wert, hoher CO2-Gehalt. Überall dort findet man Cyanobakterien auch heute noch. Aber Licht war auch hier schon eine Voraussetzung? Licht war definitiv eine Voraussetzung für die Photosynthese. Ja. Die Cyanobakterien, wenn sie agglomerieren, bilden sie Stromatolithe. Das sind besondere Arten von Cyanobakterien, die in Clustern wachsen.
Also nicht als einzelne Zelle, sondern zusammenleben in Filamenten. Und so Kalksteinschichtungen erzeugen. Diese Kalksteinschichtung, die erfolgt eigentlich dadurch, dass eben zwischen diesen Filamenten dann Sedimente auch agglomerieren und die bauen dann wirklich Strukturen auf. Heute kann man das noch sehen, sowohl in Shark Bay in Australien, das ist ganz bekannt, und auch in den Bahamas. Gibt es in Eleutheros zum Beispiel, im flachen Meer gibt es auch Stromatolithen, die man heute noch. Aber wenn man sowas in der Hand hat, da weht einen doch schon sowas an, so ein eiskalter Hauch der Geschichte. Ich meine, das ist 3,5 Milliarden gilt als gesichert, 3,7 steht noch in Frage. So alte Fossilien gibt es. Ja, ist sicherlich eins der Organismen, die aus der Ursuppe kommen. Ja. Aber das Leben hat eben schon einen langen Weg hinter sich. Der erste Schritt war wahrscheinlich die Umsetzung von mineralischen Energiequellen. Ja. Wir nennen das Chemolithotrophie, gibt es heute auch noch, gerade in vulkanischen Quellen tief im Meer. Und als das Licht dann im flachen Meer zur Verfügung stand, gab es irgendwann mal die Photosynthese. Ja, die Evolution ging über die Zeit hinweg und der erste Organismus, der das gemacht hat, war die Cyanobakterien. Und man geht auch heute davon aus, dass die Cyanobakterien eigentlich der Grundstock waren für die Evolution von Mikroalgen und Makroalgen. Also dass irgendwann mal eine eukaryotische, also eine höhere entwickelte Zelle, ja, wir alle sind Eukaryoten, wir haben Kompartimente, ja, also einen Zellkern und ein Mitochondrion. Ja, und irgendwann haben diese Zellen eben Cyanobakterien adsorbiert und daraus wurden irgendwann mal dann Chloroplasten. Ja. Und diese Cyanobakterien sind also ja, in Symbiose am Anfang, aber nachher in Assimilation von höheren Zellen dazu genutzt worden, Photosynthese zu betreiben. Wäre vielleicht gut, wir haben nämlich ein Schaubild vorbereitet, dass wir uns mal den Baum ansehen können, genau. Denn bei vielen herrscht Unsicherheit, wie man die Alge so einzuordnen hat, was sie mit dem Cyanobakterium zu tun hat. Wir sprachen eben von der purpurnen Koralle, die ja mit der Alge eine Symbiose eingeht. Jetzt ist aber so, dass die Alge selbst auch schon eine Symbiose eingeht mit verschiedenen anderen Lebewesen. Genau, wir haben im Grunde hier auch nicht alleine auftritt. Ja, wir haben hier eigentlich schon so ein schönes Schaubild aus einer Vorlesung, die ich halte. Hier haben wir die Domäne der Bakterien, Archaeen, das sind auch. Geht das schärfer einzustellen? Oder sind geht das? Ist unscharf? Es ist unscharf, ja, ein bisschen. Ja, ich habe auch den Eindruck. Auf unserem Monitor ist wunderbar, Sie können das jetzt nicht sehen, aber es ist sehr scharf. Hier vorne geht's, ist es richtig scharf. Sieht wirklich gut aus. Aber man sieht, über den Stammbaum verteilt eben, es ist ein langer Weg von Cyanobakterium hin zu den höheren Pflanzen, aber auch zu eben Makroalgen und anderen photosynthetischen Organismen. Und hier sind die Unterteilungen eben doch recht komplex. Ja, man kann das hier, das ist schon ein vereinfachter Baum. Ja, das ist Grundvorlesung. Unser ganzes Thema hier heute Abend ist hochkomplex und sehr vielseitig. Wir versuchen nicht zu wirr zu sein, weil wir werden, ja, ich würde sagen, nicht mal 5% schaffen oder nicht mal so viel, wie viele Algen bisher beschrieben oder etwa verwendet werden. Man geht davon aus, dass es 150.000, 200.000, vielleicht sogar noch mehr unbekannte Algenarten gibt, die sich aber jeweils auch in ihrer Zusammensetzung durch verschiedene Wirkstoffe unterscheiden. Also das heißt nicht nur in der Proportion, sondern mit jedem Euro, der in die Forschung gesteckt wird, lassen sich neue Wirkstoffe bei den verschiedenen Algenarten entdecken. Das wussten viele nicht. Und wir sprechen jetzt auch nicht nur über die Alge, weil sie schon so alt ist, sondern andersherum, weil sie seit diesen erdgeschichtlichen Gabelungen hier viele Möglichkeiten hatte, sich zu spezialisieren und sich an besondere Räume, also an die Räume besonders anzupassen. Diese jeweiligen Anpassungsleistungen kann die Alge heute als ein, ja, wir haben im Programm gelesen, die eierlegende Wollmilchsau.
Damit ist gemeint, dass die Alge sehr unterschiedliche Sachen kann. Sie kann eben wahrscheinlich sogar wegen ihrer Spezialisierung, ihres Alters für vieles verwendet und benutzt werden. Wenn wir von diesen Sorten sprechen, dann müssen wir auch vom Algenreaktor sprechen. Das heißt also, Sie haben in Ottobrunn einen Algenreaktor, das heißt also eine Anzuchtstation, könnte man sagen, die verschiedene Klimate auf der Erde also, ja, simulieren kann, könnte man vielleicht sagen, um herauszubekommen, welche Algen, die vielleicht aus der Südsee stammen, auch in Norddeutschland gedeihen könnten. Erzählen Sie uns doch mal von diesem hellsten aller LED-beleuchteten Reaktoren. Wir müssen mal ein bisschen durchswitchen. Wir springen hier mal. Ich glaube, dahin wollen wir. Das TUM Algentechnikum. Ein Apparat, den man braucht wahrscheinlich, um die Alge zu kultivieren und zu beobachten. Ja, eigentlich braucht man viele kleine iterative Schritte, um von der Zelle zu einem Prozess zu kommen. Und das ist Teil der Biotechnologie. Wir isolieren also nicht nur neue Algen von verschiedenen Klimazonen hier auf der Welt. Das kann Australien, Mexiko, Mittelmeerraum sein. Und wir schauen uns dann an, was diese Algen können im Labor, im sehr kleinen Maßstab, 10 Mikroliter mitunter. Und schauen an, wie wachsen die, unter welchen Bedingungen wachsen die, was muss ich in diese Kultivierungssuppe reinbringen, außer Licht und CO2, damit die Alge gut wächst. Da fange ich ganz klein an. Und wenn es dann immer größer wird, dann gehe ich ins Algentechnikum, weil dann gucke ich mir einen Prozess an. Dann weiß ich schon ziemlich viel, was kann diese Alge, wie muss ich sie kultivieren. Und jetzt möchte ich gerne meinen Prozess anpassen an eine Region auf der Welt, wo das Algenwachstum dann Sinn macht. Und meistens ist es nicht Norddeutschland, sonst ist eher so Spanien, Griechenland. Wo mehr Licht, ne? Wo mehr Licht ist, auch die Klimabedingungen entsprechend sind. Weil bei uns bedeutet Algenkultivierung meistens in geschlossenen Systemen, weil es kontrolliert sein muss, mit künstlichem Licht. Ja? Wenn man aber Produkte machen will, wie Kerosin oder Carbonfaser, in dem großen Maßstab produziert werden, muss man sehr billig und einfach werden in der Kultivierung. Billig, um das billige Erdöl zu schlagen. Genau. Das aber jedes Jahr teurer wird. Genau. Irgendwann sind wir dann auch ohne Förderung da, wo wir sein wollen. Ja, in dem nächsten. Und das ist interessant, Sie haben sich für eine bestimmte Alge entschieden, die Nanochloropsis, glaube ich. Genau. Nanochloropsis salina ist eins unserer Hochleistungsalgen, sage ich mal, gerade für Kerosin und auch die Carbonfaser. Weil sie wächst schnell, sie ist sehr robust, ja, sie nutzt Salzwasser und ist sehr resistent gegen Temperaturschwankungen. Und mit dieser Alge brauchen wir also kein Süßwasser, wir konkurrieren nicht mit der Landwirtschaft. Wir können die Alge kultivieren auf marginalen Böden, also da, wo sonst nichts wächst, ja, sogar auf Steinböden, ja. Das ist oft, gerade im Mittelmeerraum, so in Griechenland rum, haben wir sehr viel davon. Und da muss man eben Kultivierungsbedingungen nutzen, die recht einfach sind. Das sehen Sie so hier im Hintergrund. Es sind einfach diese fließenden Becken, wenn ich mal hier drauf zeigen kann, ja, die von oben beleuchtet sind noch da, weil wir machen Sonnenlichtsimulationen in diesem Technikum. Wir kultivieren da zwischen 80 und 500 Liter, also wirklich großtechnische Anlagen. Ja. Und was wir machen können ist, und das ist einzigartig, wir haben hier in Blau so einen bayerischen Tag, und um in Kalifornien zum Beispiel anzulangen, haben wir oben auf dem Dach einen Lichtfühler, der jede Sekunde das Licht misst und dann mit der LED-Anlage Licht zudotiert, dass wir in Kombination in Kalifornien enden. It never rains in Southern California. Genau. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Technologie dahinter, um nachher Temperatur, Luftfeuchtigkeit anzupassen, ist natürlich immens. Ja, das ist Center Parks Plus. Ja. Und sie haben eben ein besonderes Gebäude, 1500 Quadratmeter Laborflächen. Hier in drei Hallen können Sie unterschiedliche Regionen auf der Erde simulieren. Einmal ganz trocken, hier links die Wüste. Da können Sie bis zu 0,1% Luftfeuchtigkeit machen.
ja, also sehr, sehr trocken. Ja. Und die Tropen, die dann eher hohe Luftfeuchtigkeiten haben. Ja. Aber Sie haben ja auch festgestellt, dass Sie die Algen ein bisschen quälen müssen, ne? Damit Sie die sogenannten Lipide stärker genau. sich zurecht. Genau. Lipide ist jetzt schon das Fachwort. Es sind Fette und Öle, im Grunde genommen das, was Sie auch vom Sonnenblumenöl oder vom Olivenöl kennen. Ja? Das ist was Ähnliches. Produziert die Alge auch. Ich habe das auch mal mitgebracht. Wenn man das aufreinigt, sieht das auch recht klar aus. Mal die Kamera vielleicht mal jemand ran, dass man das näher erkennen kann, ranzoomen. Einmal so. Passiert gerade. Ja. Wir können jetzt vieles behaupten, das ist jetzt aber um diese Öle zu bilden, muss man die Alge etwas stressen. Also normalerweise haben wir so eine Wohlfühlphase, wo alle Nährstoffe da sind, das sind so 5 Tage, dann ist die Alge recht gut angewachsen, die sieht dann so aus, recht grün, und dann stressen wir sie, dann nehmen wir ihr Stickstoff weg oder Phosphor, das, was Pflanzen auch brauchen, um zu wachsen. Und an dem Punkt hören diese Organismen auf zu wachsen und modulieren ihr ganzes Zellsystem um. Die Zellhülle ändert sich, das Innere ändert sich und akkumulieren auf einmal Fette und Öle. Aber die wappnen sich für schlechte Zeiten. Ja, genau. Das, was der Mensch auch machen würde. Ja? Mhm. Im Grunde genommen, wenn man Nahrung entzieht, machen wir nichts anderes. Mhm. Ja? Und in 3 Tagen sind wir dann so weit, dass wir ernten können. Und an dem Punkt... Hoppla! Ein Tier. Da ist was unter. Biologie eben. Ist es dann soweit, dass wir ernten können. Und mittlerweile ist es nicht mehr das Wachstum und die Produktion der Öle, dass das Problem ist, in diesen Prozessen zur Herstellung von Kraftstoffen und anderen großtechnischen Materialien. Es ist wirklich die Aufarbeitung dahinter. Wie kriege ich das Öl aus der Zelle raus? Weil eigentlich ist die Zellwand ziemlich dick meistens von der Alge und ich muss sehr viel Energie aufwenden, um die aufzubrechen und das Öl rauszuholen. Mittlerweile sind wir da ziemlich weitergekommen. Wir machen das auch mit sehr milden Methoden. Wir nutzen Enzyme. Das, was Sie heute schon aus dem Waschmittel kennen, da steht nämlich, wenn man liest, Enzyme drauf, die sind dafür da, um zum Beispiel Stärke abzubauen. Ja, das, was Sie vom Essen kennen, wenn Sie Fritten gegessen haben oder irgendwelche Proteine aus der Bratensoße, ja, das können Enzyme sehr gut. Das sind Biokatalysatoren und wir nutzen diese, um die Zellen aufzubrechen und dann das Öl freizusetzen, ohne dass ich viel Energie aufwenden muss. Dazu brauche ich aber eine Alge, die sehr viel Öl bildet, weil das funktioniert nicht gut, wenn ich nur sehr wenig Öl habe, so zwischen 20% und 30%, kann ich das zwar machen, aber ich habe dann Emulsionen, so wie Milch, die kann ich schlecht trennen, brauche ich wieder Energie. Also brauche ich eine Alge, die wirklich viel Öl bildet, so 50% bis 70%, und das ist ein Allochloropsis. Das können wir heute auch technisch realisieren. Aber das ist natürlich das Stichwort Öl, um das nochmal nachzuvollziehen. Erdöl können ja im Grunde auch 500 Millionen Jahre alte Algen sein. Der kann abgekürzt werden, der Prozess, indem man das Öl eben nicht nimmt, sondern die Lipide extrahiert und das dann in Kraftstoff, und zwar in unterschiedlichste Biokraftstoffe umwandeln kann. Nicht nur Kerosin, sondern alles Mögliche, was Verbrennungsmotoren antreiben kann, die aus verschiedenen Gründen erstmal gar nicht abgeschafft werden sollten, denn das hieße, alles, was dampft und segelt, bekommt neue Motoren, die müssen hergestellt werden. Also müsste man in der Übergangsphase, in der Transitionsphase zu neuen Technologien eben weiterhin Verbrennungsmotoren einsetzen, denn ein Langstreckenflugzeug mit Wasserstoff oder Elektro ist erstmal nicht denkbar für die nächsten 20, 30 Jahre. Noch länger. 50 bis 80 Jahre. So viel Zeit werden wir nicht haben. Also jetzt auch nicht für die 3,5 Milliarden Jahre. Wir haben bei der Klimawende wenig Zeit, uns jetzt für alle möglichen Technologien auszuprobieren, die ein langes Investment erfordern. Die Biokraftstoffe sind landgestützt häufig. Man kann mit der Alge an diese komplett unwirtlichen Gegenden denken, abgesehen vom Meer, wo die Makroalge wächst. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, was da die Lipide so tun oder eben andere Stoffe hervorbringen. Angefangen sind sie, glaube ich, mit weit über 100 Euro pro Liter Algenkerosin und sind im Vergleich, normales Kerosin liegt jetzt bei 60, 70 Cent, würde ich sagen. Und jedes Jahr wird es teurer, mit Sicherheit.
schon nicht nur, weil es die Steuern gibt, sondern natürlich auch, dass die Fundorte ständig abnehmen und die Exploration umso schwieriger wird. Jetzt sind Sie bei 1,20 Euro. Sofern, ich bitte jetzt die Investoren im Publikum zuzuhören, sofern Infrastruktur entsteht, die in Industrial Scale dann diese Grünalgen, wo man die dann kultivieren kann, um die Tonnen und die Massen zu erzeugen, die gebraucht werden. Genau, also wir reden ja hier über transformative Technologie. Das bedeutet Umdenken. Die Ölindustrie hat Anlagen, die sind seit 30 Jahren abgeschrieben. Diese Infrastruktur existiert. Wir wollen die möglichst natürlich auch noch mitnutzen. Ja, alles das, was man nicht neu bauen muss, ist schon mal gut. Aber gerade am vorderen Ende der Algenkultivierung braucht man neue Infrastruktur. Man muss diese Algenbecken, die Sie hier sehen, viel, viel größer machen. Ja, also in größeren Flächen. Nicht unbedingt die Kultivierung selber, die könnte mitunter so bleiben, aber ganz viele hintereinander. Ja, und 10, 100, 1000 Hektar davon, das bedeutet neue Infrastruktur, das bedeutet hohe Kosten, das bedeutet aber auch Risiko. Und dieses Risiko wollen viele heutzutage nicht tragen. Alleine ein Wirtschaftsunternehmen muss Gewinne machen. Wenn es sich in Gebiete von Risikoentwicklungen reingibt, dann wird es meistens bestraft vom Investor oder vom dem Aktionär. Ja? Und diese industrielle Transformation voranzubringen, bedeutet auch, Motivationsindikatoren zu schaffen. Wie kann ich jemanden motivieren, diese Änderungen vorzunehmen, trotz eines Risikos? Ja? Und ich glaube, da ist es gefragt, dass man eben neue Allianzen bildet. Ja? Eine Allianz aus Industrie, aus Akademie und auch aus der Legislative, also der Regierung. Und die muss über eine Legislaturperiode hinweg denken und handeln können. Und ich glaube, das ist jetzt notwendig. Ja, ja, es muss öffentliches Geld sein. Ich glaube, ja, da kann man sich sicher sein. Die Leute, die Investoren, sie haben mal gesagt, es könnte vielleicht in 3 bis vielleicht 5 Jahren in Almeria in Südspanien, wo eben geforscht wird, das ist das richtige Klima, in dem man dann im großen Maßstab die Grünalge in Kerosin verwandeln kann. Solange müssen Investoren warten, vergleichsweise kurzer Zeitraum für eine Zukunftstechnologie, ist aber leider für den hastigen Shareholder-Value interessant, also es geht nicht, der wartet nicht gerne so lange, sondern wird nach einem Jahr schon unruhig. Wir sprachen über Siemens, es gibt ja eine Siemens Energy-Sparte, die vor allen Dingen Windparks, an die Windparks stark denken und an ihre Zukunftsfähigkeit und Trächtigkeit. Die haben wegen der Corona ein paar Lieferengpässe gehabt, mussten jetzt ihre Gewinnerwartung um ein Jahr, glaube ich, verschieben. Ein Jahr allein macht die Leute unruhig und führt dazu, dass man viel erklären muss. Da kann man schon ganz deutlich sehen, dass diese Geduld einfach nicht da ist. Das Geld muss also eigentlich von woanders herkommen. Nur Beratung ist natürlich wichtig, weil auch die öffentliche Hand die Wissenschaft braucht, um entscheiden zu können. Haben Sie den Eindruck, dass das Vertrauen in die Wissenschaft auch seitens der Politik, nicht nur der Industrie, gestiegen ist in den letzten Jahren? Ich denke schon, dass die Wissenschaft gerade jetzt in der Pandemie mehr Gehör gefunden hat. Und diese Pandemie hat uns auch gezeigt, wir haben keine Zeit mehr. Der Klimawandel ist da, der klopft nicht an, der ist da. Wir müssen jetzt handeln. Und wie das nun mal so ist, man muss das nehmen, was man hat. Und die Alge ist sicherlich nicht das Allheilmittel, sie ist ein Teil von einem großen Ganzen. Es gibt viele andere Technologien, die wir hier nutzen können und die auch schon fertig sind. Und ich glaube, in Kombination heißt es jetzt Mut zeigen und vorangehen. Ja, mit dem, was man hat. Und dann iterativ verbessern und neue Sachen machen. Ja. Weil es geht ja um die Zukunft dieses Planeten. Ja, und das erste Mal haben wir gar nicht mehr die Zeit für viele Alternativen, auf was wir uns jetzt verlassen. Das wird sozusagen entweder Game Changer oder nicht. Es gibt ein schönes Wort, das heißt better safe than sorry. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wir brauchen nicht, haben noch nicht so viel Zeit. Ich glaube, Armin Laschet hat 2019 noch sich gewundert, warum jetzt alle Welt
sich für diese Klimakrise interessiere. Jetzt steht er in Gummistiefeln da und sagt natürlich, Sie sehen es ja. Also er hat sehr schnell gelernt, finde ich gut. Das ist ein echter fixer Politiker, muss man sagen. Der sieht jetzt klar, was getan werden muss. Wenn wir die CO2-Emissionsproblematik betrachten, denn darum dreht sich ja nun alles, dann wird auch häufig der Ball ins Spielfeld des Konsumenten gespielt. Also wir wollen weniger fliegen, wir sollen weniger Auto fahren. Was im öffentlichen Bewusstsein, und da habe ich selbst vor einiger Zeit sehr gestaunt, vielleicht noch gar nicht so klar ist, die größten Beiträger an CO2-Produzenten ist eben weniger der Individualverkehr, der Luftverkehr, der bei, ich denke, ungefähr 5% der Emissionen liegt, der gesamte Warenwelthandel annähernd, 95-98% wird gesagt, findet über die Meere statt, liegt bei 3,5% der Emissionen. Wir haben einen ganz großen Bereich, der vielen nicht bewusst ist, es ist der Baubereich. Wir haben das Zement, die Zementproblematik, die gebaute Umwelt. Allein China hat in den, den letzten 3 oder 4 Jahren mehr gebaut als die Vereinigten Staaten in einem gesamten Jahrhundert. Das wird auch in Zukunft nicht abreißen, sondern mehr werden. Also es gibt die Suche nach neuen Baustoffen. Jetzt kommt auch hier die Alge ins Spiel. Warum? Ja, es ist eigentlich etwas gewesen, was durch Interaktionen in einem Großprojekt bei uns entstanden ist. Ist nicht auch alleine auf meinen Ideen gefußt, sondern wir hatten ja eigentlich schon lange dieses Thema Kerosin. Und aus Kerosin oder aus Algenöl kann man viele Sachen machen, nicht nur Kerosin. Ich habe das hier mal verdeutlicht. Der obere Weg ist Kerosin über Katalyse. Man kann aber auch die Öle spalten in das Rückgrat Glycerin, kennen Sie von der Seife, und freien Fettsäuren. Ja. Die kennt man auch vom Biodiesel. Aus denen kann man auch Kerosin machen oder andere Sachen wie Schmierstoffe. Aber wir hatten in diesen Themen immer das Glycerin übrig. Und dann haben wir uns gesagt, eigentlich müssen wir alles nutzen. Eigentlich ist das so wertvoll, dieser Stoff. Wir müssen molekulareffizient arbeiten. Jedes Molekül, das wir generieren, muss irgendwie eine Wertschöpfung erfahren. Und dann haben wir dieses Projekt Green Carbon definiert, wo wir in einer Schiene aus dem Öl mal nicht Kerosin machen, sondern ein Harz, ein Polymer. Ja? Und in dem zweiten Track, wo wir dann das Öl spalten in Glycerin und freie Fettsäuren, das Glycerin umwandeln in etwas, das heißt Acrylnitril. Und dieses Acrylnitril kann man vernetzen zu einer Kunstfaser, Polyacrylnitril, Dralonfaser, kennen Sie, das ist eigentlich das, was man auch in Textilien hat. Und wenn man diese Faser pyrolysiert, bekommt man Carbonfaser, Leichtbaumaterial. Wenn man das zusammenbringt, kriegt man Carbonfaserkomposite. Auf sowas können auch nur Chemiker kommen, oder? Das ist erstaunlich mit der Carbonfaser überhaupt, weil ich jetzt ja auch weiß, dass sie eine unglaubliche Festigkeit besitzt, also im Vergleich zu Stahlbeton. Sie sprachen von insgesamt einer Materialstärke von 5-6 Zentimetern, außen Granit und innen das Carbon aus der Alge, entspricht einem halben Meter Stahlbeton. Genau, und wir haben das dann auch getestet. Ich glaube, ich habe hier noch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also wir haben natürlich in unseren Projekten, ich sag mal, konventionelle Anwendungen. Carbonfaser im Leichtbau kennt man vom Auto, ja, der i3, der i8, wenn man ein schönes Auto fahren will, hier so. Oder den A320 Neo. Das sind alles klassische Carbonfasern aus ölbasierten Acrylnitril. Und wir haben das einfach ersetzt. Und jetzt können wir eigentlich diese Bauteile auch aus Carbonfaser, aber aus Algen machen, mit einer viel besseren CO2-Effizienz. Und da, wo wir hinwollen, da, wo wirklich klimarelevant gearbeitet wird, das ist Baugewerbe. Und hier haben wir schon so erste Versuche gemacht mit unseren Partnern und hier im Besonderen einer ganz kleinen Firma aus München, der Technocarbon Technologies. Der Leiter, der Herr Kuse, der kam vor 6 Jahren mal zu mir ins Büro und sagte, Herr Brück, wir können doch Carbonfaser aus Algen machen. Ich gesagt, ja. Ich mache noch was anderes daraus. Ich verbinde die Carbonfaser mit Stein.
habe ich gesagt, Stein, kontraproduktiv. Ne? Das hört sich so spröde, brüchig, was soll ich damit, habe ich auch gedacht. Jetzt bin ich aber kein Anorganiker. Ja? Ich habe dann später mal gelernt, der Stein, von dem er geredet hat, war Granit. Granit ist so leicht wie Aluminium und hat ein ähnliches E-Modul. Und wenn ich jetzt Carbonfaser mit Granit verbinde, dann kann ich ein ganz neues Material machen. Und genau das hatte Herr Kuse mir mal gezeigt. Und da habe ich gedacht, müssen wir mal ausprobieren. Und daraus entstanden sind dann verschiedene Anwendungen. Diese Hauswand, so ein Hohlträger. Ich glaube, wir haben dann auch noch das. Den habe ich leider heute nicht mitbringen können. Der war ein bisschen groß. Bayerischer Granit aber. Ist zwar so leicht, ich kann den schon heben, ja, mit zwei Händen, aber ist der Ersatz von einem T-Träger aus Stahl. Ja? Mit der gleichen Belastbarkeit, aber ein Drittel so schwer. Der große Vorteil ist, das Ding rostet nicht. Ich kann... Hat er das auch noch? Ja. Wo soll er rosten? Ist ja kein Metall drin. Ne? Das große Problem beim Bau ist ja, wenn ich Zement mit Stahlträgern verbinde, dann wird der Zement über Jahre hinweg porös, brüchig, Sauerstoff kommt an den Stahlträger dran, der rostet irgendwann. Und wenn er rostet, dehnt er sich aus und es platzt weg. Das ist sozusagen ein Limit im Bau. Ja? Nicht für die Ewigkeit. Habe ich jetzt bei dem Ding nicht. Das ist, ja, okay. Ja? Wir sind gerade dabei, solche Sachen wie Brandschutz und so weiter auch abzuhandeln. Die Tragfestigkeit konnten wir schon nachweisen. Unabhängige Institute immer, nicht wir. Ja? Ganz wichtig in der Wissenschaft. Aber wir konnten zeigen, definitiv so tragfähig wie ein äquivalenter Stahlträger. Und das Verbundmaterial war auch ganz wichtig, weil natürlich sowas sieht im Brandfall mal 500 bis 800 Grad. Wenn ich dann einen organischen Epoxidkleber nehme, der schmilzt ihn weg und dann bricht das Ganze zusammen. Wenn ich das aber mit einem anorganischen Kleber mache, funktioniert das. Und das sind so die kleinen iterativen Fortschritte, die man macht in der Wissenschaft. Ja? Und das sind so die ersten Schritte, die wir gemacht haben. Und wir haben uns diversifiziert. Ich habe auch heute mal sowas mitgebracht. Das hier ist eine Ladeschale, eine ganz normale. Und draufgeklebt haben wir auch hier so Carbonfaserstein. Und diese Ladeschale funktioniert trotz des Carbonfasersteins obendrauf, weil Carbonfaser ist elektrisch leitend und sie können auch induktiv, wenn Sie eine Induktionsspule hinten drauf kleben, induktiv laden, ohne Verluste. Ja, wir haben das mal mit so 4 cm probiert, noch ein bisschen dicker als das, funktioniert ohne Probleme. Also leitet wie Metall, aber rostet nicht so. Genau. Das ist natürlich ein mächtiger Vorteil. Und wir stellen uns dann vor, dass wir vielleicht Flugzeuge aus diesen algenbasierten Carbonfasern haben und die werden betankt, jedenfalls genau, solange es sein muss, mit Algenkerosin. Ja, und das ist eben der synergetische Effekt, wenn wir in Zukunft darüber nachdenken, CO2-neutrales Fliegen, dann müssen wir zwei Dinge bedenken. Nicht nur den Treibstoff, sondern auch das Flugzeug selber. Flugzeuge bestehen ja nicht nur aus Aluminium, die haben auch Titan, die haben spezielle Legierungen drin. Die herzustellen, das ist auch sehr energieintensiv, ist materialintensiv und wir könnten viele davon, nicht alles, aber vieles davon durch diese Carbonfaserstein-Komponenten ersetzen und würden damit definitiv im CO2-Fußabdruck schon in der Gestehung vom Flugzeug viel besser werden. Und wenn man es kombiniert, dass die Flugzeughülle mit dem Biokerosin, dann haben wir einen Weg in klimaneutralen Flugverkehr. Mit sogar noch einem positiven Effekt, dass, glaube ich, beim Verbrennen des Kerosins überhaupt kein Schwefeldioxid entsteht, was ja eine große gesundheitliche Belastung darstellt und 10% effektiver ist als Kerosin. Es ist effektiver, es wurde auch schon getestet, auch nicht von uns, sondern Airbus hat das schon probiert, also 10% länger mit der gleichen Tankfüllung, weil es effizienter verbrennt, ja, und es enthält keinen Schwefel.
Aber die meisten Kerosine mittlerweile sind gut entschwefelt. Aber die längere Flugzeit bei dem gleichen Volumen, dem gleichen Energieinhalt, das ist interessant. Und gleichzeitig auch müssen wir daran erinnern, klar, wir sollen das Fliegen einstellen und die gesamten fossilen brennstoffbasierten Transportwege und so. Die Größenordnung, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Die Bauleistung, also die gesamte die gebaute Umwelt, trägt mit 30% mindestens zu den CO2-Emissionen bei. Also ein unglaublicher Faktor, bis zu 40. Der Betrieb der Gebäude, dann vielleicht auch, muss was wieder abgerissen werden, weil es rostet beispielsweise und wird dann nicht richtig recycelt. Also der Baubereich hat den Löwenanteil, würde ich sagen. Gibt es einen Bereich, der mehr Emissionen produziert als dieser Baubereich? Ich glaube, der Baubereich ist aktuell, wenn man es beziffert, der größte, neben Energieproduktion als solches. Ja. Primärenergieproduktion ist etwa in der gleichen Größenordnung. Ja. Aber der Baubereich ist der Bereich, wo es sehr schwierig ist, transformative Technologien einzusetzen. Weil sie wollen ja, dass das Haus noch steht. Also es muss gewisse Randbedingungen, Parameter erfüllen, dass das Material haben muss. Und ich glaube, das ist noch ein Weg rein in die Zertifizierung, Neudenken, neues Bauen, auch vielleicht neue Methoden des Bauens zu erfinden. Das sind Aufgaben, die sind sehr, sehr vielfältig und da braucht man inter- und transdisziplinäre Kooperation. Also nicht nur einen Biotechnologen wie mich, da braucht man Bauingenieure, da braucht man Chemiker, da braucht man aber auch Architekten. Ja, also das ist nur ein kleiner Teil. Also die Bauindustrie ist hoch vernetzt. Man muss sehen, dass die Rohstoffflüsse stimmen. Und natürlich haben wir eine ganz große Herausforderung. Eine Tonne Zement kostet 50 Euro in der Herstellung. Das müssen wir mal schaffen. Dürfte nicht, kann man nur sagen. Ne? Er ist einfach dürfte zu günstig. Eigentlich nicht. Wird es vielleicht auch in Zukunft nicht, wenn wir eine vernünftige CO2-Bepreisung haben. Ja, dann wird es aber interessant. Hier im literarischen Salon wird ja über solche naturwissenschaftlichen Gebiete gern gesprochen. Ich ja schon auch deswegen, weil es eine Gemeinschaftsaufgabe ist, solche Sachen wie eben den Klimawandel irgendwie zu stemmen. Werner Sobeck war vor einiger Zeit hier, beziehungsweise war, glaube ich, virtuell Materialforscher, der auch keine Idee hat, wie man diesen Zement wirklich ersetzen kann, aber wie man Einsparungen stattfinden lassen kann, indem man die Materialfestigkeit ganz genau kalkuliert und die Menge an Zement einspart, die verbaut würde. Aber eben hochgerechnet, 55% dieses baubedingten CO2-Ausstoßes kommt aus Asien. Und da wird natürlich viel gebaut. Wenn die jetzt alle ein Drittel einsparen würden, das wäre schon mal, ich kann jetzt mit den Zahlen hier nicht, auch wenn das so wirkt, nicht so rumwerfen. Aber das ist doch eine Größenordnung, die kann man nicht, also die würde zum Beispiel die Luftfahrt und den Seetransport überholen. Sicherlich. Das ist ohne Zweifel. Ja, also ich glaube, die Bauindustrie ist eine der großen Herausforderungen, die wir stemmen müssen, die wir angehen müssen, ist vielen nicht bewusst. Weil wir reden immer nur über Energieproduktion, wir reden über Mobilität. Das sind natürlich Themen, die sind greifbar, die sehen wir jeden Tag. Die Bauindustrie, wenn wir im Gebäude sind, ja, wer denkt darüber nach? Ja, ich glaube, das ist etwas, was mehr in das Bewusstsein der Gesellschaft getragen werden muss. Aber sehr komplexe systemische Aufgaben, wenn man das irgendwie erdgeschichtlich betrachtet, weil natürlich auch viele Systeme, Interaktionen erst jetzt mit, ich würde sagen, der Revolution des Blicks auch in den Wissenschaften überhaupt beobachtbar werden. In den letzten 10 Jahren sind durch große Fortschritte in der Makromikroskopie und überhaupt in bildgebenden, in Darstellungsmöglichkeiten, Eingriffsmöglichkeiten, überhaupt Erkenntnisse gewachsen, die vor wenigen Jahren noch nicht existent waren. Wenn wir von der Alge sprechen, auf die wir natürlich immer wieder zurückkommen wollen, dann irgendwie auch deswegen, weil man eben genau wegen dieses Blicks
der uns tiefer blicken lässt, hinein in die molekulare Struktur, aber auch hinein in die Anwendung. Bei Entdeckung verschiedener unterschiedlichster Sorten haben wir jetzt für die Alge neben dem Bau, neben der Möglichkeit, Kerosin daraus zu machen, bestimmt noch 30 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Denn die Alge ist ein Primärproduzent, ist, dass sie 50% unseres Sauerstoffs erzeugt, den wir auf der Erde haben. Also ergibt sich systemisch natürlich daraus, dass all die Habitate, in denen Algen leben und dann unseren Sauerstoff erzeugen, erhalten werden müssen. Wird das Meer zu warm, werden die Algen nicht mehr so viel Sauerstoff erzeugen und auch das Meer selbst wird nicht mehr so viel CO2 speichern. Das ist ja eine unglaubliche CO2-Senke, wie man dann so gerne sagt. Die wird es wärmer uns, sagen wir mal, die durch die Industrialisation erzeugten Sünden auf einmal zurückgeben kann. Ein Speicher, ein Backup, den wir alle nicht im Blick haben. Und diese Algen hier in der Makroskopieaufnahme, also das ist ja auch ein Punkt, wir sehen das ja nie, weil ich glaube, die Mikroalgen sind in der Mehrzahl gegenüber den Makroalgen. Von den Spezies ja und von der Biomasse auch. Natürlich, sie leben ja im Wasserkörper. Ja, und der Wasserkörper ist natürlich viel, viel größer als jetzt die Schelfmeere, die Flachmeere, wo wir eigentlich die Makroalgen sehen. Ja, Makroalgen bis 40 Meter Tiefe vielleicht für einige Arten. Sie brauchen aber natürlich noch Licht da, wo kein Licht mehr da ist, können sie nicht wachsen. Und sie brauchen natürlich auch ein Substrat, wo sie sich festhalten können. Der große Unterschied zwischen einer Mikro- und einer Makroalge ist ihre Differenzierung. Ja, eine Makroalge hat verschiedene Organe, sage ich mal, ja, wenn man das so beschreiben kann. Die haben einen Fuß, wo sie sich festhalten, die haben Blätter und die haben auch Fruchtkörper. Ja, ähnlich wie bei einer Pflanze. Also höhere entwickelte Zellen als jetzt die Mikroalge. Und das, was Sie hier sehen, ist Nanochloropsis salina bei uns aus dem Labor. Ja, also das Tierchen macht das Kerosin. Ja. Die aber sich auch vor allen Dingen durch einen hohen Proteinanteil auszeichnet. Und da können wir ja schon mal in Richtung... Ja, da kommt es drauf an, wenn Sie in der Wohlfühlphase sind, also in der Wachstumsphase, dann haben Sie 60% Protein. Wenn wir Sie stressen, wird das Protein abgebaut, ja, weil das ist ein Stickstoffträger. Und man hat nachher nur noch um die 16% Protein und hat aber 50% Fett. Also die Alge ändert sich komplett in ihrer zellulären Zusammensetzung. Aber je nachdem, wie man sie behandelt, ist dann entweder Reisen oder Essen möglich. Ja. Aber man hat ja auch noch andere. Also Cnidesmus, ja, etwas größer. Ist das scharf genug? Ich habe so ein bisschen, hier sieht so ein bisschen, kann man daran drehen direkt? Man sieht es aber noch. Was sagen Sie, das liebes Publikum, ist das scharf? Dann machen wir weiter. Und die oder auch andere, also das ist jetzt auch eine Brackwasseralge, die kommt lustigerweise aus dem Greifswalder Botten. Die haben wir mal im Projekt zusammen isoliert mit Projektpartnern. Die macht auch sehr gut Öle, aber auch 60% Protein. Und hier haben wir jetzt mal eine Alge, das ist eine Süßwasseralge. Und die macht wirklich, das ist ja wirklich zwischen 60% und 70% Protein. Die sieht aber nicht grün aus, weil... Das ist keine Lichtmikroskopieaufnahme, das ist Fluoreszenz. Was wir hier sehen, ist außen die Hülle und das Rote, das sind die Chloroplasten. Da wird Photosynthese gemacht. Und da kann man sich mal vorstellen, wie groß diese Chloroplasten in der Alge sind. Ja? Bei einer terrestrischen Pflanze, die Blätter hat, ist eben nur das Blatt, das Photosynthese betreibt. Die Wurzeln, der Stamm, nicht. Ja? Hier jede Zelle. Und wenn man das dann mal dreidimensional betrachtet, dann sieht man auch die Form dieser Chloroplasten. Die legen sich wirklich wie so eine Schale in diese Zelle hinein. Und aus diesen Zellen machen wir Zusätze vom Brot. Können Sie auch selber nachher verköstigen. Ich habe noch was mitgebracht. Ist ein Kooperationsprojekt mit meinem lokalen Bäcker. Ja, der ist Franzose. Der probiert gerne neue Dinge aus. Und der hat etwas kreiert, das nennt er Alguette. Ja? Die Basis ist
französisches Mehl, ja, und dazu kommt ein Anteil von unserer Alge, Chlorella sorokiniana, die hat 60% Protein und produziert sehr viel Vitamin B. Eine Scheibe davon deckt Ihren Vitamin B-Bedarf am Tag. Und das Protein macht sehr satt, darf man nicht vergessen. Ne? Ja. Also die Algen haben eben Fette und Mineralien und Vitamine. Genau. Unglaublich gesund. Dennoch aber braucht man ein 800.000 Euro teures Mikroskop, um solche Bilder zu machen. Richtig, aber das ist Geld gut ausgegeben, oder? Aber das braucht man erstmal, um es überhaupt zu erkennen, richtig, in welche Richtung es so gehen kann. Genau. Aber dann geht es halt weiter. Es ist der Primärproduzent Sauerstoff. Wir haben Fett und Mineralien. Wir haben aber die Möglichkeit, aus Algen Kunststoff herzustellen. Wir können es in die Netzhaut geben, das Algenrhodopsin über mRNA-Transporter in die Netzhaut injizieren. Blinde Menschen können nicht wieder sehen, aber Helligkeiten unterscheiden. Antikarzinogene Wirkungen sind nicht direkt bewiesen, aber es befindet sich auf einem ganz guten Weg. Es wird Plastik daraus hergestellt. Es gibt die Möglichkeit, Farbpigmente daraus zu machen. Selbst wenn man Algen... Ah ja, die sind hier, genau, die Blaualge, das Farbpigment. Ja. Spirulina ist auch grün. Aber wenn man die richtige Extraktion ansetzt, bekomme ich einen blauen Farbstoff. Den kennen Ihre Kinder wahrscheinlich alle. Weil der ist auch in den Haribo-Gummibärchen drin. Also nennt sich Phycocyanin. Ist ein Teil des Photosyntheseapparates von speziellen Cyanobakterien. Und der ist blau. Ja. Hat auch eine gesundheitliche Wirkung, ist ein Antioxidans. Ja. Wirkt also zellschützend. Hat also da auch eine gute Wirkung, wenn man ihn einnimmt. Und wenn man Fluoreszenzlicht drauf scheint, wird er ganz rot oder pink, leuchtet pink. Ja. Ja, wir sprachen ja auch über molekulare Medizin. Sie sind ebenso dazu in der Lage, nicht nur antibakterielle, sondern retrovirale Wirkungen zu zeigen. Das heißt also, es können Viren dort damit vernichtet werden, gerade mit Blick auf die multiresistenten Krankenhauskeime, an denen jedes Jahr mindestens 15.000 Menschen sterben und es werden jedes Jahr mehr. Auch hier kann die Alge helfen. Ist ein noch recht junges Forschungsgebiet. Wir wissen alle, viele unserer Antibiotika, die heute schon zur Verfügung stehen, werden aus Bakterien oder Pilzen hergestellt. Ja, der Klassiker Penicillin, Penicillium, filamentöser Pilz. Die terrestrischen Ökosysteme sind weitgehend schon untersucht nach Antibiotika. Jetzt muss man sich umorientieren und die Alge bietet hier noch ungeahnte Möglichkeiten, neue Stoffe zu isolieren. Liegt auch daran, dass die Alge sich im täglichen Leben verteidigen muss. Die Alge kommt nie allein. Wir nennen diese Kulturen meistens immer unialgal. Das heißt, es gibt nur eine Alge drin. Das heißt nicht, es sind nicht noch andere Organismen drin. Meistens sind Algen verzwillingt mit Bakterien. Ja, und diese Bakterien sind symbiotisch. Ja, es gibt Algen, die können zum Beispiel kein Vitamin B12 herstellen. Das machen die Bakterien, die an der Oberfläche leben. Ja, das hat man schon rausgefunden. Und das ist nur die Spitze vom Eisberg. Da liegt noch viel drunter. Und es gibt sehr intensive Forschungsaktivitäten weltweit, neue Wirkstoffe aus Algen zu isolieren, besonders mit dem Fokus antibakterielle und antivirale Stoffe. Und hier geht noch sehr viel, glaube ich. Haben Sie das damals in Florida schon gewusst? Ja, wir haben es definitiv schon gewusst, dass es hier Ansätze gibt. Wir hatten aber damals noch nicht die Methoden, das alles so tief zu ergründen. Die Technologie geht ja immer weiter. Und jetzt sage ich mal 15, 20 Jahre weiter, wir können auf einmal alle Moleküle einer Zelle analysieren. Das nennt sich Metabolomik, ja, mit Massenspektroskopie. Ja. Sehr teure Instrumente, steht auch sehr viel Informatik dahinter. Man braucht große Datenbanken. Und je schneller die Computer werden, desto schneller wird auch die Analytik. Auf einmal kann ich die ganze DNA isolieren und analysieren. Nicht nur von der Alge, sondern auch von den Bakterien, die damit verzwillingt sind. Und das sind
einfach Fortschritte in den Technologien, die uns als Wissenschaftler ganz andere Einblicke geben. Und das ist der Fortschritt, den wir beschreiten jetzt. Und doch muss jemand Geld in die Hand nehmen, weil, wie eben schon gesagt, mit jedem neuen Euro, den man investiert in die Forschung, lassen sich möglicherweise neue Wirkstoffe auftun, weil die Algen sich so stark voneinander unterscheiden. Korrekt. Forschung ist ja immer der erste Schritt, etwas herauszufinden, zu charakterisieren, zu sagen, okay, hier ist etwas, um dann einen neuen Wirkstoff in die Klinik zu bringen. Das braucht mittlerweile sehr, sehr lang, immer noch. Vielleicht ändert sich das jetzt, ich weiß es nicht, mit den neuen Technologien. Also dieser Wirkstoff, den wir jetzt haben für unsere Corona-Impfung, das ist ja wirklich weltrekordmäßig vorangegangen. Auch die regulatorischen Tests dazu, dass die Sicherheit gut geprüft ist, ist wirklich erstaunlich. Vielleicht läutet das auch eine neue Revolution in der klinischen Forschung ein. Ich hoffe es. Das wäre wunderbar, nur es gibt natürlich auch, klar, wir haben immer weniger Zeit. Ich glaube, das ist der vor allen Dingen jetzt, so sagen wir mal, unser Stressfaktor, unsere Nahrungsmittelbegrenzung für weitere Forschung und Pionierleistung. Es gibt Menschen, die seit 30, 40 Jahren an die Alge glauben, denen lange schon vieles klar war. Auch der Wissenschaft, die Scientific Community hat schon viele Erkenntnisse untereinander und mit sich bewegt, aber nicht so stark nach außen gespielt. Diese Zyklen müssen natürlich auch kürzer werden, in denen dann wissenschaftliche Erkenntnisse an die Allgemeinheit geraten und man eben überhaupt was mitbekommt. Wenn das jetzt kürzer wird, gleichzeitig aber die Ungeduld der Investoren da ist, muss man nicht vielleicht sogar von staatlicher Seite vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse Dinge auch einfach tun, ohne lang auf Verständnis zu warten? Das wäre schön. Aber die Vermittelbarkeit ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Ja. Ein unglaublich komplexer Bereich, die marine Biotechnologie. Gibt es Algen eigentlich oder gibt es solche bakteriellen Lebensformen, die jenseits der Photosynthese auch solche Stoffe erzeugen können und mit den Algen verwandt sind? Bentisch am Meeresboden? Sicherlich. Also wir wissen weniger über den Ozean als über den Mond. Ja? Und wir können nicht schützen, was wir nicht verstehen und was wir nicht sehen. Die meisten von Ihnen sehen den Ozean als eine flache Fläche. Zu entdecken, was drunter ist, ist wie in der Wissenschaft. Ja? Oberflächliches Schauen bringt nichts. Man muss immer in die Tiefe gehen. Und auch im Hinblick jetzt des Klimawandels ist es ganz essentiell, die Meere und seine Möglichkeiten für uns als Gesellschaft zu nutzen, ja, und zu schützen, bevor man sie nutzt. Ja, ja, ja. Also das sind so Diskussionen, die ich auch ausgiebig führen kann, also solche Sachen wie Manganknollen aus der Tiefsee zu holen, da bin ich jetzt nicht so von überzeugt, ja, weil ich selber da unten war. Ja, wird aber dann in allgemeinen, in den Wirtschaftszonen, AWZ, in den 200-Seemeilen-Zonen, da können natürlich die Anrainerstaaten immer schon entscheiden, wer darf die Manganknollen ernten. Neuseeland hat Nautilus Minerals Lizenzen, ja, zum Schürfen verkauft. Es gibt diese Tiefseebagger und Erntemaschinen längst. Die werden wahrscheinlich bald eingesetzt. Wie gesagt, in dieser Seemeilenzone können die selbst entscheiden, ob sie es tun. So werden dann wissenschaftliche Erkenntnisse ja auch immer wieder missbraucht und auf der Innenkurve durch die Industrie überholt. Also das heißt, es wird was erforscht, es müsste geschützt werden. Dennoch kann die Industrie gleich loslaufen, ohne auf den Schutz zu warten. Das ist natürlich eine Riesengefahr, weil natürlich drei Viertel der Erde sind von Wasser bedeckt, also annähernd drei Viertel. Wenn wir aber die Tiefen einberechnen, die mittlere Meerestiefe liegt, glaube ich, bei 3600 Metern, 60% der Weltmeere sind Tiefsee. Die Meere selbst aber machen 90% des Lebensraums des Planeten aus. Wir sind also ganz kleine Inseln im Meer, nicht andersrum. Wir haben irgendwie Meer um unser Land herum, sondern es sind die kleinen Inseln. Solche Erkenntnisse sind ja auch schon lange existent. Hier ist mal, wie wir
im Labor arbeiten. Aber eigentlich geht es darum. Das ist in Florida, ne? Das ist Florida, genau. Das ist jetzt 20 Meter Tiefe. Ja? Das ist Antilla Gorgia, wenn sie wächst. Das ist diese Koralle. Sieht jetzt getrocknet weniger schön aus, oder? Ja, natürlich. So ist das oft, ne? Wenn die Präparate dann an Land sind. Die Korallenpolypen sind ausgefahren an dem Punkt und die suchen sich Nahrung, ja? Plankton. Und es braucht unheimlich lange, bis diese Korallen nachwachsen. 2 Jahre meistens für so 5-6 Zentimeter. Ja? Und das ist schon schnell im Vergleich zu Steinkorallen. Und da muss man dann bedenken, all diese Korallen haben auch in ihrem Magen spezifische Algen, die nennen sich Dinoflagellaten. Ja, das sind auch Grünalgen. Und die gehen mit denen sehr rigoros um, weil nur die Algen, die wirklich gut Nährstoffe produzieren, die bleiben auch in diesem Polypen bestehen. Die, die nicht so gut performen, sortiert der Polyp aus. Und diese Dynamik, wie das funktioniert, wissen wir heute noch gar nicht, was da passiert. Da sind wir wieder bei der Shareholder Value. Genau. Ganz natürlich. Ja, klar, die Natur ist grausam, sicher. Aber wie sind Sie auf genau diese Koralle gekommen? War das eine Forschungsarbeit? Ist schon bekannt gewesen? Es war bekannt. Also seit den 80er Jahren wird auf dieser Koralle geforscht. Es war auch bekannt, was für Stoffe sie produziert. In der Gruppe, wo ich damals geforscht habe, wurde die Biosynthese erstmals aufgeklärt, also die chemischen Teilwege, wie man zum Endprodukt kommt. Und ich habe mir damals angeguckt, die Enzyme, also die Biosynthese, was passiert in dieser Koralle, wie werden diese einzelnen Schritte gemacht. Und das hat mich einfach nicht losgelassen, weil ich verstehen wollte, wer macht es denn überhaupt? Das war überhaupt nicht klar. Und bis heute arbeiten wir an diesen Fragestellungen. Ja? Ja. Wir können zwar die Stoffe mittlerweile auch biotechnologisch herstellen und das auch sehr effizient. Also wir haben es mal verglichen, wenn man denselben Stoff, dieses Pseudoterracin, chemisch herstellt, braucht man etwa 18 Schritte mit einem Kilopreis von 21.000 Euro. Ja? Wenn ich das jetzt biotechnologisch mache mit meinem genetisch manipulierten Tierchen, das ist E. coli, Darmbakterium, so das Arbeitstier des Biotechnologen, dann kostet das gerade mal 9.000 Euro pro Kilo. Ja, und das ist schon so in der Region, wo ich sage, könnte klappen. Aber dennoch ist die Industrie seit langem schon steil gegangen auf diese Koralle und hat, das führt ja dann immer zu was, wenn man die nicht kultivieren kann zum Beispiel. Kann man Aquakultur mit so einer Koralle anlegen? Nicht wirklich gut. Die wächst einfach zu langsam. Also stattdessen wird sie geerntet? Sie wird geerntet und das, was Sie hier sehen, ja, auch die Steinkorallen drumherum, vielleicht noch ein anderes Bild, hier zum Beispiel. All die Tiere werden natürlich über Schleppnetze eliminiert. Das dauert und dann haben sie Todeszonen. Ja? Und ich selber habe in meiner Zeit in Florida 4 Hurricanes mitgemacht und ich weiß, was das dann, diese Naturkatastrophen auch bedeuten. Ja? Da hat man nachher ganze Kilometer an Korallenriffen, die kaputt sind, die dann Jahrzehnte brauchen, um sich zu erholen. Und mit weiterer Klimaerwärmung haben wir immer mehr von diesen starken Stürmen. Und die führen schon natürlich zu so einer Destruktion, dass man gar nicht mehr hinterherkommen könnte, selbst wenn man es kultivieren könnte. Ja, plus gleichzeitig können die Algen auch viel schlechter wachsen, wenn der pH-Wert sich verändert. Natürlich. Sie werden mitunter auch gar nicht mehr als Symbiont angenommen, weil sich die Koralle ist gestresst und stößt dann meistens bei höheren Temperaturen oder hohem pH einfach diese Symbionten aus. Das nennt sich dann Korallenbleiche. Das haben Sie meistens auch schon gehört. Ja? Ist in den letzten Jahren sehr häufig im Great Barrier Reef vorgekommen, ja, bis zu 40%. Und das ist unser Tun.
Ja? Das muss man ganz deutlich und auch ganz genau so sagen. Ne? Also ich meine, wenn die Fähigkeit der Meere, CO2 zu binden, wir sprachen von der CO2-Senke, wenn das abnimmt, wenn durch Temperaturveränderungen die weltweiten Meeresströmungen, einen Meerestropfen braucht, glaube ich, 600 Jahre, um durch alle Weltmeere zu reisen, was nur beweist, dass alle Meere verbunden sind, auch systemisch. Jetzt allein der Hochwasserschutz in den Küsten, den großen Küstenstädten, kostet so unglaublich viel Geld, dass es einem Tränen in die Augen treibt. Jedes Jahr, wird auch jedes Jahr teurer. Das sind alles natürlich im Grunde Wiedergutmachungsleistungen der Industrialisierung. All dieses Geld könnte woanders reingesteckt werden, nur das muss natürlich jetzt geschehen. Wie lange wird es dauern, wenn wir klimarelevante Maßnahmen einleiten, die wirklich das 1,5-Grad-Ziel erreichen könnten? Wie lange werden Effekte, die wir jetzt unternehmen, eigentlich brauchen, um sichtbar und wirksam zu werden? Jahrzehnte. Aber wir sind schon an den Kipppunkten. Ja, wir müssen jetzt handeln. Also doch Zwang. Definitiv jetzt handeln und das, was wir haben, auf die Straße bringen. Ja, apropos, einige Investoren sitzen heute Abend hier. Wir nehmen kein Bargeld, aber vielleicht haben Sie noch ein paar Fragen. Denn ich sehe, es ist fortgeschrittene Zeit. Wir möchten das Publikum mal einbinden. Gibt es irgendetwas, was Sie fragen möchten? Ach ja, das Mikro, ich weiß nicht, wo es steht. Im Anmarsch. In der Zwischenzeit kann ich ja noch etwas über die Tiefsee sagen. Das ist 1800 Meter vor Florida. Aber ganz schön hell dafür. Ja. Scheinwerfer. Das Ding. Das ist ein unglaubliches Bild. Das ja. Auch hier muss ich sagen, ist viel falsch gelaufen. Ich habe eben kooperiert, damals in der Zeit in Florida, mit Harbor Branch, einem sehr großen ozeanografischen Institut, das auch von der Industrie gestützt wurde. Nach meinem Weggang wurde das aufgekauft und von der Universität, für die ich gearbeitet habe. Und dann hieß es ja, diese ganzen Tiefseegeschichten kosten nur Geld. Und man hat sowohl das Forschungsschiff als auch die Untersee-U-Boote verkauft an ein Ölunternehmen in Kolumbien. Und das war sehr, sehr schade. Dieses U-Boot, damit sind die meisten Unterseefilme gedreht worden für National Geographic. Bitte? Für National Geographic. Ja. Also, wie tief kann man damit bemannt? 2000 Meter. Bemannt? Ja. Das ist aber selten. Ja, wie viele hat die Wissenschaft solcher? Und das war schon hier? Ein älteres Tauchboot. Die neueren können sogar noch tiefer. Ja. Kostet aber Geld. Ein so ein Tauchgang sind $25.000. Kostet also richtig Geld. Ja. Und das ist aber schon auch zu beobachten, dass der Mineralölwirtschaft beispielsweise mehr solcher Forschungs- und Tiefseeroboter, auch der autonom fahrenden Fahrzeuge, zur Verfügung stehen als der Wissenschaft. Das heißt, allein durch den Gerätepark kann hier schon mehr erschlossen werden, auf genau. Die Grundlage ihrer Erkenntnisse natürlich. Genau. Und dann können die loslegen. Ja. Und ich meine, es geht ja darum, wenn ich jetzt, da gibt es noch ein paar andere Bilder, wenn ich darüber fahre, das sind alles Tiefseekorallen. Ja, auch das hier. Die machen Steroide. Steroide kennen Sie auch, das sind Hormone. Ja, oder Entzündungshemmer, machen auch Wirkstoffe. Diese Stylaster-Korallen hier, die brauchen 200 Jahre, um so groß zu werden. Wenn man die zerstört, dann sind die weg. Ja? Und man sollte sehr gut darüber nachdenken, wie man die Tiefsee nutzt. Weil vieles sieht man mit bloßem Auge eben nicht. Und für uns als Normalmenschen ist das unsichtbar. Es gibt weniger Leute, die da unten waren, ja? Als da oben. Ja, so 11 Kilometer maximale Wassertiefe, genau. Ist schlechter zu durchdringen als 300.000 mit einer Aufnahme, einem Teleskop. Genau. Da ist eine Frage da vorne.
Oh, da auch schon. Entschuldigung, ich habe keinen Rückspiegel. Ja, erstmal vielen Dank für den tollen Abend. Ich habe eine Frage zu den Baustoffen. Sie haben über Kombination von Granit und Carbonfasern gesprochen. Besteht da nicht die Möglichkeit oder die Gefahr, dass dann das Granit wieder zum Mangelprodukt wird, wenn man das jetzt großtechnisch macht? Granit gibt es überall auf der Welt, ist eben Magmagestein, das sich auch neu bildet, ja, durch vulkanische Aktivitäten. Der große Vorteil ist, wenn wir dieses bearbeiten, können wir das mit Wasserstrahl machen und der wird elektrisch betrieben. Ich kann also die Bearbeitung komplett CO2-neutral gestalten. Dort vorne war auch noch eine Frage. Da vorne. Ich möchte mich erstmal bedanken für den bisherigen Verlauf des Abends, weil die Palette, die Sie uns da ausgebreitet haben, ja enorm ist. Ganz toll. Deswegen muss ich ein bisschen um Entschuldigung bitten, dass ich das jetzt etwas verenge auf den Ausgangspunkt, wie kommen solche Botschaften in der Politik an. Wir kritisieren immer, dass das Erfordernis, eine effektive Klimapolitik zu machen, dass das einfach viel zu lange in der Politik nicht angekommen ist. Kurze Nebenbemerkung, ich finde das immer unfair, der CDU das vorzuwerfen, weil die CDU eben antritt und gewählt wird, damit sich möglichst wenig verändert, aber nicht damit Innovation stattfindet. Deswegen ist das der CDU vorzuwerfen ungefähr so sinnvoll, als wollte man einem Mann vorwerfen, keine feministische Politik zu betreiben. Aber das ist nur so ein Nebenaspekt. Mir kommt es jetzt darauf an, wie ist das, was Sie uns gesagt haben zur Möglichkeit, Erdöl auf diesem Wege, den Sie beschrieben haben, zu ersetzen? Was ist die politische Botschaft, die wir daraus mitnehmen können, dass die Klimaschutzpolitik vielleicht so intensiv gar nicht sein muss, weil Sie eben diese Ersetzungsmöglichkeiten haben? Ich glaube, die Botschaft ist schon angekommen, dass wir was tun müssen. Ich bin selber Mitglied des Bioökonomierates der Bundesregierung. Es ist sehr schwer, solche komplexen Botschaften gesellschaftlich zu vermitteln. Ja? Weil was man nicht vermitteln möchte, ist Verzicht. Ja? Auch wenn es vielfach gepredigt wird, wir Menschen sind nicht gut mit Verzicht. Ja, es gibt seit Jahren Programme von RWE und Co., stromeffizient sich zu verhalten, hat alles nicht gegriffen. Ja, man muss Alternativen geben und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, die Alge ist ja nicht eine Lösung, die alles umgreift. Da gibt es viele andere Lösungen, die da auch stehen und eine Politik muss sortieren. Ja, wichtig ist für uns als Wissenschaftler, der Politik dies zu vermitteln, wie sie sortieren soll, Mechanismen an die Hand geben. Und da bin ich nicht alleine, ich bin Technologe. Wenn ich jetzt mit meinen Kollegen rede im Bioökonomierat, die aus der Sozioökonomie kommen, die haben ganz andere Sichtweisen, die sehen auch Probleme ganz anders. Und der Diskurs, den wir dadurch haben, macht das Ganze nicht einfacher. Ja? Weil, wie wir argumentieren, selbst die Wortwahl oder die Definitionen, die wir nutzen, sind mitunter ganz andere. Ja? Und das zusammenzubringen in ein kohärentes Bild, was präsentierbar ist zu einer Politik, ja, die ja sich alle 4 Jahre neu formiert, die auch übergreifend ist, dass man vermitteln kann, dass es hier einen Weg geben muss, der kohärent vorangegangen werden muss über die nächsten Jahrzehnte, losgelöst von einem Amt. Das ist eine große Herausforderung. Ja? Und da ist es nicht genug zu sagen, hey, ich habe hier eine Lösung für das und das Problem. Ja? Dann werde ich direkt gefragt, Kosten, Zeitrahmen, wie kann ich es realisieren? Und das muss ich transportieren, das muss ich transportieren als Wissenschaftler. Ja?
in die Politik hinein. Und ich muss es in Synergie tun zu meinen Kollegen, die andere Sichtweisen haben oder auch andere Technologien. Weil wir stehen ja nicht alleine. Und es ist, glaube ich, nicht der richtige Weg zu sagen, ich habe die Lösung für alles, sondern ich bin immer Teil einer Lösung. Ja? Und genau die richtige Balance zwischen den einzelnen Technologien zu finden, das ist sehr schwierig, aber das ist unsere Aufgabe wahrscheinlich bis Dezember. Ja? Und dann haben wir eine neue Regierung und ich hoffe, an dem Punkt können wir auch vermitteln, dass wir langfristiger agieren müssen und dass es neue Allianzen geben muss. Denn unsere Stimme alleine ist ja nur eine, ja? Auch wenn wir viele sind in diesem Rat. Es gibt andere Räte, es gibt Industrielobby. All das muss im Einklang gebracht werden zu einem übergeordneten Ziel, dass man vorangeht. Das ist also eine sehr komplexe Antwort zu einer komplexen Frage. Eine Botschaft, eine kohärente Botschaft. Danke für den spannenden Vortrag. Ich habe mich zwischendurch gefragt, also ich bin auch immer ein Fan von Alternativen, habe mich aber auch gefragt, wenn man jetzt im großen Maße in Teilen von dem Meer eine spezifische Alge kultiviert, dann hat die ja quasi auch wieder ein Übermaß, den es natürlicherweise in den Meeren ja nicht geben würde und ob die Auswirkungen dessen auch prognostiziert werden können. Also was passiert dann halt? Also wie verändert sich das Leben im Meer? Wir würden niemals im Meer kultivieren. Es gab Projekte, sogar von der NASA, das hieß sich das Omega-Projekt. Die haben in Plastiksäckchen im Meer kultiviert. Kommt ein Sturm, platzt der Plastiksack, habe ich atrophierte Regionen. Würde ich nie machen. Ich gehe einen Kilometer vielleicht rein, weg vom Meer, so dass ich nicht lange Transportwege für mein Meerwasser habe, bin aber an Land, ja, in einem Gebiet, was man nicht für Ackerbau nutzen kann. Wenn die Alge rauskommt, dann kommt die ins Süßwasser rein, in den Fluss oder so, kann da nicht überleben. Bis die im Meer ist, ist die tot. Ja? Umgekehrt habe ich das, den großen Vorteil an Land. Wenn ich in großen Becken kultiviere und es kommt ein Sandsturm, der bringt Bakterien rein oder eine Möwe stirbt in meinem Kultivierungswasser, dann macht das nichts, weil im Salzmedium können terrestrische Organismen nicht überleben. Ja, das heißt, meine Kultur dominiert immer. Ich habe noch den großen Vorteil, mit Salzwasser kann ich viel effizienter CO2 fixieren und konvertieren in Biomasse. Früher hat man eben Süßwasseralgen wie Chlorella genutzt. Da sind 50% ausgegast. Das sind unheimliche Kosten und bringen dem Klima auch nicht so viel. Wir sind mittlerweile bei 97% CO2-Konversion in Biomasse. Das geht aber nur bei einem pH-Wert, der alkalisch ist, so 8, 9. Und das ist einer der Tricks. Und dieser pH-Wert und die Salinität haben auch große Vorteile für die Prozessstabilität, weil dann keine terrestrischen Organismen wachsen können. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu einem Thema, was jetzt noch gar nicht angesprochen worden ist. Es ist ja in letzter Zeit sehr viel von Mikroplastik die Rede. In welcher Art und Weise ist gefährdet das die Algen oder in welcher Art und Weise können Algen dazu genutzt werden, sich des Problems Mikroplastik in den Meeren anzunehmen? Mikroplastik ist ein generelles Problem in aquatischen Systemen, Süß- und Salzwasser gleich. Für die Mikroalgen macht es erstmal nichts. Agglomeriert vielleicht, aber macht jetzt nichts groß. Wenn ich aber an die Koralle denke, ist das Mikroplastik wieder was anderes. Wenn das in den Darm kommt, dann gibt es toxische Effekte, mitunter funktioniert der Organismus nicht mehr, die Koralle würde absterben. Ja? Also für Makroorganismen wie auch für uns Menschen ist Mikroplastik nicht gut. Ja? Und es gibt viele Ansätze, Mikroplastik zu entfernen. Generell wäre es aber gut, dass Plastik erstmal nicht mehr in aquatische Systeme reinkommt. Ja? Und da müssen wir Lösungen finden.
Die Frage, wir haben ja, Sie haben ja vorhin erzählt, dass Airbus zum Beispiel diesen ich sag mal, Bio-Kerosin nutzt sozusagen. Was kommt an CO2 daraus? Weil das ist ja eigentlich auch einer der Hauptpunkte, wo wir ja dran arbeiten. Wie sieht das da aus? Weil Sie, dazu hatten Sie nichts gesagt. Also ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Sorry. Okay. Wie ist der Effekt sozusagen durch diesen Bio-Kerosin, wenn der Airbus das verbrennt im Vergleich zu normalen Kerosin? Also CO2? Ich glaube, erstmal verbrennt es reiner. Also natürlich, immer wenn wir Bio-Kerosin nutzen, haben wir CO2 im Kreis gefahren. Das ist bei jedem Biokraftstoff so. Ja? Wichtig ist die CO2-Effizienz der Herstellung. Man darf nicht mehr Energie aufwenden, als ich nachher verbrenne. Ich darf auch von der CO2-Bilanz, muss das stimmen. Ja? Wir können weiter fliegen, weil die Verbrennung effizienter ist, aber das ist das Hauptargument. CO2 ist immer im Kreis. Tja, wir brauchen Geld. Also ich meine, können wir mal Zahlen nennen, kann man mal sagen, so eine Anlage in Spanien, um das Kerosin herzustellen, kostet einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Genau, aber das ist nicht anders, als wenn Sie jetzt eine neue Raffinerie bauen würden. Aber das ist doch zufälligerweise auch häufig das Geld, was jetzt beispielsweise Wasserstoffproduzenten, in die viel Vorschussvertrauen investiert wurde, die haben ja sehr viel Geld an der Börse gemacht, das da jetzt erstmal rumliegt, weil in 15 Jahren erst Dinge möglich sein werden. Könnten die nicht zwischenzeitlich andere Dinge finanzieren mit diesem Shareholder-Value-Ertrag? Sicherlich könnten wir das. Und Almeria bezahlen? Wäre ein Schritt nach vorne. Ich habe gehört, es gibt Interessenten auch aus den Ländern, in denen eben Landwirtschaft auch schlecht möglich ist, wo es richtig heiß ist, in der Wüste. Richtig. Natürlich, und da ist natürlich auch Geld, ne? Ist natürlich eine Herausforderung. Ich sage mal so, die Alge funktioniert bei 50 Grad jetzt auch nicht mehr so gut. Ja? Bei uns heiß ist es der Alge auch zu heiß. Ja? Es kommt aber immer darauf an, wie die Wassertemperatur ist. Die ist meistens ein bisschen niedriger. Aber ich würde besondere verfahrenstechnische Tricks anwenden müssen, um das da in der Wüste hinzukriegen. Ja? Saudi-Arabien ist auch verdammt heiß. Ja? Wenn ich jetzt so Nordafrika hingehen würde, Tunesien in die Sahara, da ist es dann doch etwas kühler. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man Technologien kombiniert, also zum Beispiel eine PV-Anlage, unter deren PV-Segeln Algen kultiviert werden. Dann wäre das möglich, weil so viel Licht braucht die Alge dann auch wirklich nicht. Ja? Und sie hätte eine Teilverschattung, was natürlich der Temperaturregulation auch zugutekommen würde. Aber da, wo sie nicht so viel Licht braucht, könnte man doch vielleicht industrielle Abwärme nutzen und das sowieso überhaupt Abgase. Industrielle Abgase haben sie da unten sowieso noch, weil da natürlich auch sehr viel Petroindustrie noch ist. Ne? Aber es gibt auch mittlerweile wirklich effiziente Verfahren, CO2 aus der Luft zu holen. Und da ist nicht nur Climeworks aktiv, sondern viele andere auch. Und auch forschungsmäßig tut sich da viel. Ich glaube, dass das wahrscheinlich diese dezentrale Nutzung von Algenkultivierungen in Zukunft doch große Fortschritte machen wird. Die aber eben vor allen Dingen auch in nahrungsmitteltechnischer Hinsicht interessant sind dort. Genau, also man muss das ja priorisieren. Wenn der Mensch nicht isst, kann der Mensch nicht sein. Ja, das wäre sozusagen der erste Schritt, den wir machen sollten, konzentrierte Nahrungsmittel zu produzieren, die einen hohen Wert haben, wo wir weniger von brauchen, wir in der Skalierung aber lernen können, wie wir es machen. Ja, der erste Schritt, bevor man dann skaliert zu anderen Anwendungen hin. Was ja auch Ernährung, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Fischkonsum steigt unglaublich jedes Jahr. Ein Kilo Lachs braucht 10 Kilo Wildfisch, was zur Überfischung der Meere natürlich wesentlich beiträgt, hat rausbekommen, dass man auch Lachs sehr gut mit Algenöl ernähren kann. Das könnte natürlich diese Bilanz komplett verändern. Richtig. Das Thema Fisch für Fisch ist ein großes.
In den nächsten Jahren wird Norwegen Fischmehl komplett verbannen. Bis dahin müssen sich die Lachsfarmer was anderes ausdenken. Auch da sind die Algen ein Teil der Lösung, besonders wenn es um Omega-3, Omega-6-Fettsäuren geht, die sehr wichtig sind für den Lachs. Der Lachs ist aber immer noch ein Fleischfresser. Ja, den kann ich jetzt für Rapsprotein als Rest nicht so begeistern. Ja, ja, da gibt es aber welche, die was anderes behaupten. Nikolaus Leschke vom ECF, Hauptstadt-Barsch-Projekt Aquaponik in Berlin, sagt, jetzt werden wir den Barsch zum Vegetarier machen und bieten dem an, ja, 80% Algenöl und 20% Protein aus Wasserlinsen. Das soll er essen und soll er mögen. Und er fühlt sich auch nicht betrogen. Das ist jetzt noch zu beweisen, ich weiß es nicht, aber wenn das so wäre, dann würde der Lachs ja, der ja übrigens kein Omega-3-Produzent ist, sondern nur durch die Nahrung in der Nahrungskette überhaupt Omega-3 anreichert, bekäme der keinen Lachs, bekäme der keine Algen zu essen oder eben Wildfisch, der Algen gefressen hat, hätte der null Omega-3. Das muss man vielleicht auch nochmal, was ja wieder auch passiert, ne, in der Lachszucht. Der wird dann eingefärbt mit Carotinoiden und sieht sehr gesund aus und irgendwie noch Omega-3, hat aber kaum noch welche. Die Farbe kommt auch aus Algen. Hämatococcus pruvalis, ja, Astaxanthin. Aber nicht die Nährstoffe, die die Alge eben gleichzeitig mitliefert, sondern nur als Farbstoff. Ne? Ja, ja. Wird zugegeben. Aber das ist einer der großen Märkte, Omega-3-Fettsäuren zuzugeben. Protein ist immer noch das Thema, aber dann natürlich den Lachs dazu zu bringen, dass er nur Pflanzen frisst, das ist sensorisch schon eine Herausforderung, glaube ich. Vielleicht ist die Wasserlinse da auch nicht die einzige Lösung. Vielleicht müssen wir da auch noch was tricksen. Aber es gibt ja noch Fischverwertung. Also ich sage mal, Talipa ist zum Beispiel ja auch ein Fisch, der mit Algen gezüchtet wird. Der frisst alles. Da klappt das, ne? Ja, da klappt das gut. Und die Reste von diesem Fisch, die Gräten und so weiter, die kann man auch biotechnologisch aufarbeiten, dass man sie dann vielleicht dem Lachs zufüttert, der dann sagt, da ist doch ein bisschen Tier drin, das nehme ich jetzt mal. Gibt es noch letzte Fragen? Da hinten ist noch eine Frage. Mikro im Anflug. Ich wollte noch mal nachfragen, also das klingt sehr spannend, aus Algen Carbonfasern herzustellen. In allen chemischen Prozessen, wo Fasern umgewandelt werden, wird ja viel Energie verbraucht und es werden auch Abfallprodukte entstehen. Also eins haben Sie genannt, das Glycerin ist ja im Prinzip auch schon ein Abfallprodukt gewesen. Da, bei der Viskoseherstellung oder so gibt es ja problematische Stoffe. Wie ist das bei der Umwandlung, die Sie geschildert haben? Also wir haben auch Innovationen in dieser chemischen Route. Normalerweise macht man Acrylnitril aus Propylen. Ja? Wir machen eine Konversion vom Glycerin direkt zum Acrylnitril, auch über einen katalysatorgetriebenen Prozess. Und Sie haben recht, Energie bei Carbonfaserherstellung, gerade bei der Pyrolyse. Da gibt es auch ein Patent von unserem Cluster drauf. Wir wollen das im Zentrum von Parabolspiegeln machen. Da kriegen Sie die Temperaturen und können CO2-neutral diese Pyrolyse betreiben. Auch in Spanien, ne? Ja. Und der hat es erfunden, glaube ich. Ne? Ja, die haben da viele Parabolspiegel. Ne? Was macht der? 2000 Grad kriegt er? Ja, kommt auf die Qualitäten an. Also je nachdem, Luftfahrt hat die höchsten Qualitäten. Wenn Sie jetzt nur beim Auto sind, dann 1500, ja, kann schon mal 1800, 2000 Grad werden, wenn es dann mal wirklich gutes Zeug werden soll. Ne? Dass wir immer alles verbrennen müssen und Hitze haben müssen, ne, die man irgendwie erzeugen muss. Ja. Wir sind ja live hier. Ne? Ja. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich glaube, wenn keine Frage mehr ist, dann
müssen wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie uns das hier, was wir gar nicht beweisen können, hoffentlich glauben. Denn da kommt es ja auch immer auf Vertrauen an bei der Wahrheit und bei dem Wissen. Man muss wie den Leuten, die sich damit lange befassen, wem sonst irgendwie vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir Wissenschaftler kontrollieren uns selber, das nennt sich Peer Review bei uns. Wir publizieren ja und machen nicht nur Patente. Und ich glaube, das ist auch ein Plädoyer für die Wissenschaft. Wir kontrollieren uns gegenseitig und selbst, und das Einzige, was wir haben als monetäres Wert, ist unsere Glaubwürdigkeit und unsere Expertise. Also, liebes Publikum, better safe than sorry. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, dass Sie gut nach Hause kommen, und ich sage heute mal nicht, bleiben Sie gesund, sondern wie ein holländischer Algennudelhersteller gerne sagt, we see wheat. Herr Brück, ich wünsche Ihnen mit der Forschung und dem Fortgang des Algentechnikums alles Gute. Ich freue mich sehr, dass Sie hier gewesen sind, bedanke mich bei Ihnen und sage gute Nacht. Herr Rieck, vielen Dank.